Ja, nice, was haben wir denn hier noch für Autos stehen? Du hast deine Gegner erledigt, ihre Organisationen sind zerschlagen. Tut mir leid, du Held, aber du bist noch nicht fertig. Die Schweine Gravina und Brody waren nur Marionetten. Ein Mann steht hinter den beiden. Finde den Richter Hillwood und erledige ihn. Das war's, oder? Und wo ist der Richter? Ah, hier, der Big Boss. Ja, und das ist das natürlich genau gegenüber von der Villa. Alles klar. Das hatte ich noch im Kopf. Und wo sind jetzt die Autos? Echt jetzt? Es war's. Okay. Mel Gravina und Tam Brody habe ich beide erledigt. Und jetzt kommt der Richter. Richter Hillwood. Okay. Wie lange machst du noch? Also ich glaube, jetzt ist die letzte Mission. Also ich Scheiße, denke, ist noch in das einer Ding halben schnell. Stunde bin ich durch. Weil ich habe die beiden Endgegner besiegt und jetzt heißt es, wir sind noch nicht durch, denn hinter den beiden Mafia-Bossen steht noch ein korrupter Richter und der korrupte Richter muss es auch noch dran glauben. Und der korrupte Richter ist nämlich genau die Mission, die ich eigentlich im Kopf hatte, als ich gedacht habe, ich muss gegen den Endgegner ran, weil das geht dann hier hinten ist so eine riesen Villa. Und ich habe gedacht, der Endkampf war da, aber der Endkampf war jetzt einmal hier unten und einmal da. Also einmal am Hafen und einmal am Stahlwerk. Und ich habe gedacht, diese Villa, was? Wo war denn dann diese Villa? Aber jetzt ist mal klar, ich habe nur nämlich gewusst, dass nach der beiden Mafia-Bosse nochmal ein Ding kommt. Der Gegner. Und da bin ich jetzt gerade auf dem Weg hin und da werden auch hunderte von Gegnern auf mich warten und die ballern mal alle um. Und wenn wir die dann auch umgeballert haben, dann hören wir wahrscheinlich den DLC durch. Und dann machen wir mit an. So, der Auspuff hängt auch schon voll weg da unten. Komm, Baby, zeig, was du drauf hast. Ist ja auch ein nices Icon, gell? Der Big Boss. Du hast das Ende deiner Vendetta erreicht. Der letzte dreckige Bastard wartet auf dich. Richter Hillwood, der größte Betrüger in Empire Bay. Er kontrolliert die Polizei, Gerichte und sogar die Gangs. Du wirst nie den Moment vergessen, als er dich ins Gefängnis gesteckt hat. Tu der Gerechtigkeit Genüge und schick ihn in die Hölle. Erledige Richter Hillwood und drei seiner Kollegen. Also. Annehme sollte ich halt noch. Das war nämlich genau das, was ich noch im Kopf hatte von vor 10 Jahren, wo ich das erste Mal gespielt habe, oder vor 12 Jahren. Dass man hier diesen elendig langen Weg hochfahren mussten zu der Villa.
So, den hätten wir. Adios, Arschloch. Noch zwei Kollegen übrig. Irgendwas hat hier wieder einen Kugelhagel gespammt. Ich sehe es gerade nicht. Ja, das ist genau die Mission, die ich noch im Kopf hatte. Müssen wir nämlich hier durchs Haus. Und im Haus waren nämlich so viele, dass ich gesagt habe, ich stecke immer außen rum. Volltreffer. Genau, ins Haus bin ich nämlich erst am Schluss. Ich bin die ganze Zeit außen rum. Und hab immer erst alle außenrum weggemacht, da waren sie leichter. Okay, nicht unbedingt leichter. Arschloch. Okay, wo ist er denn? Alter, der hat Aim mit der Maschinenpistole im Dauerfeuer hier rein. Lass mich raten, einer hockt im Keller, oder? Ich hab ihn im Visier. Greif von der Seite an. Oh. Ah, ja. Alter. Ich doch am Arsch. Okay, einer war im Keller. Dann geht's hier raus. Einer ist hier über mir noch. Hab ich's doch gewusst. Okay, also da scheint noch was dazwischen zu sein. Aber pass auf, wir haben ja. Wie wär's mit einem kleinen Kaubonbon? Schau mal. Wunderbar. Gut. Scheiße, bin ich gut. Bingo. Den Scheiß. Okay, den habe ich erwischt, komischerweise. Muss ich auch noch durch den Scheiß Irrgarten laufen, weißt du? Da ist zu.
Hast auch zu, hast zu. Alter, wie viele Zirkel muss ich denn? Erledige Richter Hillwood. Ja, jetzt muss ich erst mal den Ausgang finden. Weißt du, durch alle Hecken im Spiel kannst du durchgehen. Jetzt außer natürlich durch die hier. So, und komischerweise jetzt Richter Hillwood. Jetzt ist Richter Hillwood wieder im Haus, oder was? Da, wo wir gerade eben schon komplett aufgeräumt haben, da sind sie jetzt wieder. Sind die jetzt auch im Keller? Gratuliere, du hast Jimmys Vendetta abgeschlossen. Du kannst nun alle Missionen noch einmal wiederholen, um dein Ergebnis den besten verbessern. Es war die Mission, die mir am Ende noch im Kopf blieb. Dass ich echt gesagt habe, ja, ich habe noch gewusst, die Schlussmission ist diese scheiß Villa. Ich habe nur noch gewusst, dass es der bei Kollegen, dass du dann von Polizei oder Alleinheiten beschäftigt. Aber da würde ich sagen, dann haben wir ja jetzt in genau 4 Stunden, 5 Minuten, gleich 4 Stunden, 6 Minuten haben wir jetzt den DLC Jimmy's Vendetta durchgespielt. Also ein Speedrun war es bestimmt nicht, also Speedrun wäre wahrscheinlich keine 4 Stunden gegangen, aber okay. Dann würde ich sagen, ich habe wieder rausgetappt, Ton ist weg. Dann würde ich sagen, Aufnahme beendet, Stream beendet. Habt noch einen schönen Sonntag, ich gehe jetzt Mittagessen.